sind ganz viele Menschen mit Fahrrädern. Und ich bin hier jetzt so ein bisschen verloren. Richtig brütende Hitze. Das ist nicht so geil. Puh, das geht gar nicht. Es ist viel zu heiß. Dieser 1,3 Stunden Umweg mit hohem Stressfaktor wurde Ihnen präsentiert von... Ja, schön. Ich bin im Wald schlafen. Willkommen aus Amsterdam. Der dritte Tag für mich, der dritte Morgen für mich in Amsterdam. Hab ja die erste Nacht auf dem Campingplatz, der doch ein bisschen überfüllt war, verbracht und jetzt zwei Nächte bei einem Freund im Gästezimmer auf meiner Luftmatratze natürlich, zwar nicht im Zelt. Es ist im Moment richtig heiß. Wir haben heute, also es sind jetzt schon glaube ich 34 Grad. Ich hoffe, dass ich die heutige Route ein bisschen so geplant habe, dass ich ein bisschen Schatten abkriege. Es wird aufgrund der Hitze auch nur ein paar Kilometer heute gehen. Richtung Küste, das sind glaube ich 30 Kilometer. Ja, und jetzt geht es noch mal eine kleine Ehrenrunde durch die Stadt. Denn ich bin gestern mit Barney mit dem Rucksack durch die Gegend gelaufen. Und wirklich war richtig cool. Also Amsterdam hat auch echt Ecken, wo man wirklich ganz toll leben kann. Viele Parks, viel Grün. Ja, das hier ist jetzt zum Beispiel einer der schönen Parks, durch die ich hier gestern durchgelaufen bin. Natürlich jetzt mit dem Bike ein bisschen schneller, aber nichtsdestotrotz, wir sind hier, ja, weiß nicht, 2 oder 3 Kilometer maximal vom Stadtzentrum entfernt und der Park ist wirklich, wirklich sehr, sehr groß, sehr, sehr naturnah. Ich bin hier gestern Abend in der Dämmerung lang gegangen, ich glaube, das war hier. Hier ist, glaube ich, links so ein See, also da habe ich wirklich nicht das Gefühl gehabt, ich bin in einer Großstadt. Das muss man wirklich sagen, also das Stadtzentrum ist natürlich so, wie man das so kennt, ne? Amsterdam City. Die meisten werden es kennen oder schon mal gesehen haben. Aber drumherum ist Amsterdam wirklich ganz offensichtlich eine lebenswerte Stadt. Übrigens alle Holländer, die ich jetzt bisher getroffen habe, oder Amsterdamer, die haben auch gesagt, du, wir gehen eigentlich nur in die City, wenn mal Freunde zu Besuch kommen, die das mal sehen wollen. Wir haben unsere eigenen Spots und so das Touristengebiet, so Rotlichtbereich und so weiter, meiden die meisten eigentlich. Ja. Und gestern war hier auch ziemlich viel los in diesem schönen Park. Rechts halten. Ja, also geradeaus, ich verstehe. Tun dein Rechts halten. Das ist natürlich Rechts halten, was ich jetzt mache. Umkehren. Ah, ist ein bisschen traurig, dass Komoot das nicht rafft, dass irgendwo gesperrte Routen sind und es Umleitungen gibt und jetzt wieder den Streit anfängt mit mir. Aber ich folge jetzt mal ganz brav dem Schild, was habe ich gestern mal nicht gemacht. Und dann habe ich mich einfach in so einer Baustelle wiedergefunden, aus der ich nicht wieder rauskam. Umkehren. Nein. Ja, das hier ist gerade sehr repräsentativ für das Amsterdam, was ich die letzten Tage so erlebt habe. 350 Meter. Also wirklich, gerade weg vom Zentrum, es ist eine richtig, richtig schöne Stadt. Klar, im Zentrum ist richtig was los, viele Touristen, alle möglichen Nationalitäten, immer Halligalli bis nachts umsonst waren. Aber das hier hat auch wirklich was Lebenswertes, muss ich sagen. Aber ich ziehe nicht nach Amsterdam. Das ist mir eine zu große Stadt. Mir ist Bremen schon zu groß. Die Route führt uns über eine Fähre. Barney ist nicht so begeistert aufgrund der Hitze. Wollte jetzt gerade schon wieder nicht mehr in Anhänger, aber wir haben es auch gleich geschafft. Trinken wir da trotzdem nichts? Naja.
gerade mal ein kleines Stück gegen den Wind. Habe heute, obwohl ich Richtung Westen fahre, schon die wieder Rückenwind. Grob. Ich habe schon wieder verfahren. Schade, ich wollte mal kurz gegen den Wind fahren. Das ist wirklich herrlich bei der Hitze. Also heute ist halt mit dem Rückenwind. Ich habe praktisch wieder keinen Fahrtwind. Und wir haben jetzt wirklich 36 Grad erreicht. Und es wird noch heißer. Aber es sind auch nur noch 11 Kilometer. Jetzt umkehren. Und dann suchen wir uns mal einen schönen Platz im Schatten am See. Und dann wird heute auch nicht viel mehr gemacht. Jetzt ist nämlich genau wieder der gegenteilige Effekt. Ich habe überhaupt gar keinen Fahrtwind gerade. Ja, da merkt man die Hitze. Wenn ich stehe an der Ampel, ist es unerträglich. Der Hund ist auch gut am Hecheln, will aber nichts trinken. Aber der wird bestimmt gleich den See leer trinken. Heute habe ich auch schon mal vorher geplant, wo ich bleibe, weil es ist ja Ferienregion und Ferienzeit. Also ich bin ja jetzt gleich dann direkt an der Küste Richtung Zandvoort. Und da habe ich mir so einen Naturcampingplatz ausgesucht, der ganz nett aussieht mit einem See. 1,7 Kilometer. Ja, und dann sind wir da heute auch schon relativ früh. Ich muss noch ein bisschen was einkaufen. Und dann wird heute ein bisschen in der Sonne gegrillt oder eher im Schatten wahrscheinlich. Mal sehen. Es gibt Frühstück. Ein Eis einer beliebigen Marke, Wespe, und schön saftige Brocken. Bitteschön. Es ist einfach nur so unendlich heiß. Das sieht hier auch richtig verbrannt, wüstig aus. Aber ich glaube, es ist tatsächlich langsam dünig. Das sind Sanddünen. Aber es sind auch nur noch knapp 3,8 Kilometer. Oh, dann geht es erstmal entweder in die Nordsee oder was das hier ist, Atlantik auf jeden Fall. Oder, der ist ja natürlich nur Nordsee, oder in den See, der direkt auf dem Campingplatz ist. Rechts, sicher rechts, ja rechts. Also hier, ich kam gerade aus so einem kleinen Waldstück da vorne, das war richtig angenehm. Hier ist jetzt brütende Hitze. Richtig brütende Hitze. Das ist nicht so geil. Der erste Berg, der kein Deich oder eine Brücke ist auf dieser Tour. So mal so ein richtig kleines Stück Berg. Die Menschendichte ist höher geworden. Hier scheint es irgendwo Strand zu geben. Es ist immer noch unendlich heiß. Aber es sind nur noch 800 Meter bis zum Campingplatz. Hier sind ganz viele Menschen mit Fahrrädern. Und ich bin hier jetzt so ein bisschen verloren. Ich muss eigentlich da auf die Straße, aber hier ist es nicht möglich. Puh, das ist Stress. Dieser 1,3 Stunden Umweg mit hohem Stressfaktor wurde Ihnen präsentiert von Komoot. Komoot, deine zuverlässige Navigations-App für zuverlässiges, zufälliges irgendwo hinfahren. Also, ich habe Seeweg 71 eingegeben
Scheint es hier zweimal zu geben in der Gegend, ist wohl auch mein Fehler. Wer ist da hingefahren? Das ist hier am Wasser. Ist ja schön. Richtig schön voll. Also richtig schön voll. Und der Campingplatz ist noch anderthalb Stunden entfernt. Und ursprünglich waren es sowieso nur anderthalb, zwei Stunden von Amsterdam aus. Na gut, gibt es halt doch mehr Kilometer heute als gedacht. Vielleicht mache ich aber auch gleich erstmal im Schatten ein bisschen eine längere Pause. Es ist einfach heiß ohne Ende. Immerhin habe ich jetzt mal Gegenwind. Das ist richtig geil. Was ich dem mal so liebe. Bernd. Also zwei gute Sachen hat das jetzt mit dem Umweg. Erstens fahren wir hier gerade richtig schön durch die Dünen. Zweitens kommt der Wind jetzt ein bisschen von vorne. Kleiner Nachteil ist, es geht bergauf und mein Lieblingsfahrbahnbelag. Ja, ich bin auch jetzt gerade auf der Suche nach dem nächsten großen Schatten. Ich hoffe, dass hier mal gleich irgendwo, da links ist ein Wald, vielleicht fahre ich da einfach hin. Auf jeden Fall jetzt mal eine Pause im Schatten. Das ist. Ich habe jetzt alles drauf gesetzt, dass ich da jetzt den Campingplatz früh erreiche. Da schön in den See springe. Vielleicht ein kaltes Bier kriege. Oder irgendein kaltes Getränk, weil mein Wasser ist halt auch wirklich. Ist halt auch 40 Grad warm. Das schmeckt halt auch nicht so geil. Klein, dann links abbiegen auf Verlängde Vorstraat. Kleine Planänderung, die Stimme des Navis hat sich verändert. Komoot hat jetzt Pause erstmal. Ja, war mein Fehler, ich hätte natürlich Postleitzahl Ort mit eingeben sollen. Ja, der Campingplatz, den ich mir eigentlich ausgesucht hatte, ist jetzt noch knapp anderthalb Stunden entfernt. Ich habe nur noch einen Liter Wasser und ich habe mir heute Morgen ein paar andere noch angeguckt. Und die auch entsprechend als Favoriten gesichert. Und da ist jetzt hier in, ich glaube, 6 Kilometern ungefähr eine Alternative, die ich mir ausgeguckt habe. Auch ein Naturcamping. Das heißt, hoffentlich Platz, ein bisschen Natur und Ruhe. Ja. Und dann schauen wir mal. Da habe ich gerade schon angerufen. Also einen Platz kriegen wir auch auf jeden Fall. Bis 20 Uhr haben die auf. Wir sind in einer halben Stunde da. Es ist jetzt gleich 18 Uhr. Das klappt also alles. Kurz vorm Campingplatz wird es jetzt nochmal spannend. Das Navi hat gerade gesagt, wir sollen eine Fähre nehmen. Aber ich glaube, die Fähren sind hier einfach ganz normal wie Brücken. Die sind einfach immer und vorhin war es auch kostenlos, wahrscheinlich diesmal wieder. Das mit der Fähre hat geklappt. Aber es sind jetzt auch noch anderthalb Kilometer. Das Ziel befindet sich in 100 Meter links, also ziemlich genau hier wahrscheinlich. Ziel befindet sich auf der linken Seite. Das macht schon mal einen guten Eindruck von außen, weil es echt sehr Natur ist. Scheint nicht so riesig zu sein. Oh, stehen aber schon ein paar Autos. Schauen wir mal. Check-in complete. So, und hier diesen Weg soll ich folgen. Und dann sollen da auf sowohl der linken als auch auf der rechten Seite irgendwie kleine Zeltplätze kommen, von denen ich mir einen aussuchen kann. Aua! Ich habe mir gerade meine Fahrhilfe ans Bein gehauen. Ist nicht so angenehm. Ach krass, das ist natürlich ein geiler Zeltplatz.
Hier ist auch ein Zelt. Ah, verstehe. Ah, das ist ja schon wirklich cool. Gefällt mir gut. Hier ist auch schon jemand. Also hier wäre noch frei. Die lassen wir erstmal hier stehen. Ja, das ist doch schön hier. Fertig. Ja, schön. Schön im Wald schlafen. Eigentlich dachte ich auch, dass ich viel mehr wild campe. Das war eigentlich so meine Mission. Aber ist natürlich schon eine warme Dusche jetzt zu haben und den Akku vollladen zu können. Das ist natürlich schon gut. Ja, dann bauen wir hier mal ein Zelt hin. Lassen wir den Hund raus. Können wir auch schon mal jetzt machen. Der wird sich wahrscheinlich nicht so sehr freuen. Findest du okay? Das ist so schön. Hast du geschafft, Barney, ne? Hast du geschafft heute. Gut gemacht.